Willkommen zurück bei den Game Trampers und bei Let's Play DayZ Experimental. Ja, also, wie ihr ja wahrscheinlich gesehen habt, wurden wir am Airfield abgeschlachtet. Momentan finden wir uns in der Wiederfindungsphase. Und momentan finden wir uns in der Wiederfindungsphase. Befinden wir uns in der Wiederfindungsphase. Und ja, komm, haben wir mal gedacht, warum? Taschenlampe. Haben wir gedacht, warum mal nicht, ne? Jetzt könnt ihr einfach mal Experimente machen, gucken, was da so abgeht. Oh, und ich laufe jetzt gerade nach Lambermel, weil da wartet der Gyros auf mich. Ja, der wartet da gleich auf dich. Das dauert noch ein bisschen. Eine sexy Hose. Muss ich einfach mal sagen. Ich kann auch meine Hose ausziehen, wenn es dir hilft. Ich komme mir vor wie so ein deutscher Tourist. Überall. Warum? Ich habe ein Motorradhelm auf, ein olives Shirt und so eine Canvas Pants Short rot. Ja. Die ist rot-weiß kariert. Mit blauen Flicken. Also. Ja. Das ist echt heftig. Hast du schon was zum Töten gefunden? Nö. Ich hab meine Faust. Blöd. Wow. Solange es keine Crawler-Zombies sind, ist ja eigentlich alles okay. Sollte alles okay sein. Ja. Weil man kann die mittlerweile echt einfach umboxen. Victor ist jetzt heute noch nicht dabei, da er leider gerade keine Zeit hatte, deswegen finden wir zwei uns erstmal zusammen, suchen ein paar Vorräte, um das ganze Zeug zu sammeln. Ja, stimmt. Jo. Bin jetzt hier gerade im Norden von Lambermel angelangt. Ich und höre schon den ersten Zombie. Sehe aber keinen. Jetzt gerade da, wo wir Chico getroffen haben. Da war ich glaube ich nicht dabei. Doch, da warst du dabei. War ich? Ja. Ah, war ich, stimmt. Also warte mal, ich sehe hier noch keinen Zombie. Ich hoffe, das bleibt so. Ich gehe hier gleich mal ins erste Haus rein. My stomach crumbles. Ja, meiner auch. Das ist am Anfang immer so. Okay, das Haus hier ist offen. Scheint schon jemand hier gewesen zu sein. Das sehen wir gleich. Also auf dem 33-Mann-Server natürlich war da schon jemand. Mal geschwind hier ins Haus. Hier liegt eine Brille auf dem Boden, die kann ich wenigstens aufziehen. Glasses with thin frags. Naja, besser als nichts. Hier liegt noch was dazwischen drin. Was ist denn das? Generous Police Uniform Pants. Ja! Nein, die sind badly damaged, die nehmen. Die sind aber besser als deine, oder? Nö. Da finde ich meine schwarzen Jeans um einiges besser. Als meine auf jeden Fall. Oh, ein Kinderrucksack. Small Protector Case, damaged. Verdammt, passt nicht rein. Ein Bauarbeiterhelm. Habe ich wenigstens schon mal einen Kopfschutz. Ich habe einen Kinderrucksack. Schön, dass du da. Was liegt hier? Was liegt hier? 100% damaged bandage. Na, das hat's. 100% kaputte Bandagen. 100%. 100. Das war ich doch. Zeit. Wo ist der Zombie? Also was ich sagen muss, ich finde es läuft flüssiger das Spiel auf den Experimental-Servern. Das kann sein. Muss ich sagen, also mir kommt das Ganze ein bisschen runder und flüssiger vor. Wie deine Mama. Kam nicht. Kam einfach nicht. Muss ich dich echt enttäuschen. I'm thirsty, ja, schon klar. Nee, weil vorher war da draußen einer aus der Stadt draußen, der hat was getrunken. Der wollte mir nicht antworten. Ja, echt, hast du den gesehen oder was? Nee, ich hab nur. Check! Okay, ich habe jetzt gerade dieses Check auch gehört, aber. Ich kenne noch den Soundbug. Aber der Soundbug ist ja nicht unbedingt da noch trinken. Soundbug ist einfach nur die Dose öffnen. Eben. Eben. Der hat halt ich muss ja schon sagen, ich liebe meine Klimaanlage, ne? Warum? Aber jetzt gerade friere ich ein bisschen. Okay, hier ist nichts drin. I want to eat something. Ja, ist schon recht. Wenn ich was finde, gebe ich dir was zu essen. Habe ich kein Problem damit. Ist doch ein paar Beeren.
Ja, genau. In welchem Spiel war das mit den Bären? Das war Unturned, gell? Unturned. Nee, danke. Muss nicht sein. So, ich bin jetzt an der Tanke. Unturned mit den ganzen, mit den Drogen, das war so geil. Also Ja. nicht falsch verstehen, dass ich nicht gerne Drogen nehme, aber in Unturned kann man Bären essen. Wenn es die falschen sind, dann bist du halt erstmal auf dem richtigen Trip gefangen. Nicht, wenn es die falschen sind, egal welches sind. Du bist auf dem richtigen Trip Nee, gefallen. nee. Sind nicht alle. Nicht? Nee, ich glaube, die roten kannst du essen. Echt? Ja. Und ich laufe. Okay. Laufe. Ja, wo bist du denn? Müsste jetzt eigentlich kurz vor Lumbermill sein. Ach du bist. Stimmt. Oh, Zombie, fuck. Naja, probieren wir es mal. Bin noch auf der Straße. Probieren wir es mal, ob ich ihn getötet Lumbermill habe, hat damit auch die Tatsache. einen großen Schornstein, ne? Ja, da Sehe ich bin ich Lumbermill. gerade, glaube ich, sogar. Dann sehe ich Lumbermill. Oh, verdammt. Was ist denn los mit dir? Ich laufe. Der Zombie will nicht umfallen. Auf den Kopf schlagen. Versuch's doch. Aber das. Ah, jetzt ist. Wenn er auf dem Bauch liegt, ist er nicht tot, gell? Was ist denn da für ein Zombie? Crawler oder normal? Militärzombie. Oh. Bam! Das Haus ist offen. Ich schlag den doch. Der liegt wieder auf dem Bauch. Sag mal, stirb doch endlich. Bam! Wir rufen jetzt an. Immer in den besten Momenten. Ja, immer in den besten Momenten ein Anruf und mein Headset wollte sich nicht muten. Jetzt stirb doch endlich! Was hast du schon im Rucksack? Nein, ich habe noch gar nichts. Ich kämpfe gerade immer noch gegen den Zombie und wenn es so weitergeht, bin ich verhungert, bis der tot ist. Ich schlag ihm voll auf den Kopf, aber irgendwie bringt es nichts. Dann liegt er auf dem Bauch, grinst mich blöd an und das war's. Und Jetzt liegt er auf wieder. dem Bauch und Ah, bewegt sich Zombie. nicht mehr. Jetzt liegt er auf dem Bauch und bewegt sich nicht mehr. Lass er draufhauen. Nö, der bewegt sich nicht mehr. Liegt der auf dem Bauch oder auf dem. Auf dem Bauch. Geht's nach Bin oben jetzt in aufs Dach? Lumbermill an den Schienen. Ich bin da bei diesem roten Haus mit den roten Ziegelsteinen. Mit dem ganz hohen Kamin. Achso, komm mal zu dir. Weil da auf dem Dach liegt irgendwas, deswegen. Da liegt Flashlight, toll. Der rot-weiße Kamin. Nicht der geordnete, sondern der andere, der. Der Nicht ganz so große. dicke. Der große, der etwas kleinere. Wo sind die Leiter von dem Dach hier runter? Da. Glaube, ich weiß, was du meinst. Ich bin gerade über die Schienen angerannt. Und? Vielleicht sehe ich dich gleich. Ja, da rennt was. Ich sehe dich. Nein! Wow! Bin fast runtergefallen. Warte, ich komme hoch. Nein, ich bin schon unten. Zombies hinter mir her. Ist Wo? noch einer. Wo ist er denn? Folgt mir. Pyros, warte, warte, warte. Mathe. Ach da, Achtung hinter dir. Ja, da kommt meine Freundin. Links, rechts. Wieder um.
voll ärzten, die zu schlagen. Zombie-Boxer. Alter, ich wurde getroffen, obwohl ich da gar nicht stand, Mann. Geht nicht klar. Passiert, ich blute, ich blute. Oh, du scheiß Zombie-Weib. Hallo, darf ich die mal wieder schlagen? Ja, bei mir geht's gerade auch gar nicht, klar. Jetzt liegt sie nochmal, komm. Der Scheiß. Gib doch um, du verdammte Kackbohne. Ah, scheiße, ich blute. Oh geil, ich hab sie getötet. Bei mir liegt sie noch nicht. Oh. Hilf mir, mach du weiter. Ich bin am Bluten. Na gut, egal. Ich geh jetzt hier auf die Leiter. Jetzt hab ich sie auch, endlich. Leiter, dann verarzte ich mich und dann gebe ich dir einen Rucksack. Erstmal verarzte ich mich hier. I'm no longer bleeding, finde ich toll. Hast du gesehen, was ich für eine coole Hose an hab? Nee, was? Wo ist sie denn? Ich bin hier oben auf dem Dach. Achso, ja, warte, ich komme nicht hoch. Juhu, I'm no longer bleeding. Jungs, kommst du eben hoch? Kann ich hier, komm runter. Und dann muss ich die Racks rauslegen. Warum? Ich hab grad keinen Platz mehr. Ja, ich würde sie eher auf dem Boden rauslegen als auf dem Dach. Ja, ich bin ja auf dem Dach. Ach, und da oben liegt ein. Hä? Nein, ich habe. Oh. Lauf, sonst fällst du runter. Was tue ich? Komm her. Gott sei Dank. Hier. Rucksack wo? Rucksack da. War nur ein Kinderrucksack, aber immerhin besser als nicht. Genau so. So, dann begeben uns mal auf die Suche, ne? Richtig. Oh, yeah. Wenn du was zum Dosen öffnen hast, ich habe 2 Dosen. Ich habe eine Dose, aber nichts zum Öffnen. Da hinten steht, glaube ich, wieder eine Freundin von uns, die sich aber noch nicht bewegt. Wo? Nicht gucken, einfach laufen. Einfach hoffen, dass sie dich nicht findet. Weit weg, weit weg. Ich bin im Krankenhaus. Folge dir. Ja, Cantuna. Geil. 83% Water Bottle. Da liegt mir noch eine Dose. Ich habe gerade. Da kommt was. Zombie. Oh. Ist hier drin. Oh. Es ist im Boden. War im Boden. Es ist bei mir. Ich schlag drauf ein. Bam. 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 Voll in den Kopf. Voll nicht tot. Jetzt liegt sie vor mir auf dem Boden und steht wieder. Ey, die hat Strapsen an. Ey, die hat Strapsen an. Okay, solange sie im Boden backt, kann sie dir nichts tun, glaube ich. Sie backt nicht mehr im Boden. Mal. So, jetzt ist sie tot. Ist sie tot? Tot. Ja, sie ist tot. Aber echt cooles System mittlerweile. Ja. Painkiller ist auch nicht. Nein. Meine Hose ist weggepackt. Hier, ich kann dir was Wassergefäß geben. Ich habe 83% Wasserflasche gefunden. Aber ich habe eine Kantine. Ach, geil. Weiß sogar. Ja. Ich nehme. Ich habe meine Hose verpackt, wo mein Essen drin war. Ich habe jetzt 2 Hosen Essen. 1, 2, ja. Ah, die Sonnenbrille ist cooler als die Brille mit den flachen Gläsern. Geh jetzt mal direkt in die Polizeistation. Warte mal geschwind.
Lass mich erst noch schön meine Hose finden. Da läuft. Hier liegt eine Spitzhacke und eine Mistgabel auf der Straße. Ja, top. Einen Moment, ich komm gleich. Lass mich erst noch hier schon alles durchsuchen, weil hier ist noch eine. So, was? Wo bist du raus? Bin vorne zur Straße in Richtung Polizeistation. Aber die Polizeistation ist offen. Ich glaube nicht, dass ich dann irgendwas nützlich. Seh dich nicht, wo bist denn du? Polizeistation. Ach, hier ist eine Mistgabel. Ja. Gabel ausrüsten. Auch. Mistgabel ist besser als keine Waffe. Und ist sie durchsucht, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ah, die Leute, die hier waren, die waren sehr schlampig. Ist noch sehr viel Essen. Vielleicht haben sie einfach kein Essen gebraucht. Vielleicht waren sie schon voll. Kann auch sein. Oder vielleicht machen sie den Fehler wie die meisten Leute, sie suchen nur nach Waffen. Geht jemand? Bin ich. Oh, Junge. Alter. Wie sowas einfach nur reicht, um mir die Pumpe gehen zu lassen, ne? Was? Wie sowas einfach nur reicht, um mir die Pumpe gehen zu lassen. Solange du nicht den gleichen, gleichgültigen Blick wie bei Nishia hast. Das war schon ein bisschen crazy. Was hast du gesagt? Der gleichgültige Blick bei Amnesia, bei den Aufnahmen. War der echt so gleichgültig? Das ist so abartig. Okay. Okay, hier auf dem Dach liegt nicht. Nee. Ich habe jetzt ein bisschen was an Essen. 1, 2, 3, 4, 5 Dosen. Mhm. Geöffnet. Kurzer Bestandscheck, ich habe ein Rack. Wasserflasche, Batterie, 11 Painkillers, Bottle und Dosen zu essen. Lass mal weiter zischen, wa? Jo. Gott, hier liegt was. Paper. Ja, das... A Paper? Für ein Zombie. Sergeant Pepper. Alter, guck dir mal an, wie die Animation aussieht. Na gut. Realistisch halt, ne? Ja. Hier was, hier was, hier was. Hier nochmal was, hier nichts mehr. Taubstumm. Sagte das nicht. Bläh. Bist du? Im Haus gegenüber von der Polizeistation. Wenn nicht. Der Bahnhof ist übrigens durchsucht, da war ich vorher drin. Dann gibt's noch irgendwas aus meiner Flasche. Okay, du warst also schon im Bahnhof. Du warst also schon im Bahnhof, gut. Ja, dann war ich vorher schon. Komm raus, ich warte hier auf dich. Schon. Was, der ist immer noch durstig. Trink noch nichts, erst wenn es kritisch wird, denke ich was. Ah, wobei, ich trinke mal was. Bin da. Warte. Jo, dann würde ich mal sagen, wir lassen uns erstmal dabei. Mhm. Dann heißt es. Das ist an sich eine gute Stelle zum Cutten. Hä? Das ist an sich eine ganz gute Stelle, um den Cut zu machen. Ach klar. Wenn wir am Anfang sterben, ist es eh nicht so wichtig. Also, tschüss Leute. Gebt diesem Video eine positive Bewertung, falls ihr es für nötig erachtet. Und dann würde ich sagen, haut dann rein. Bis zum nächsten Mal.